Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. Es geht ja nur ums Geld. Sie sind die Tatortspezialistinnen, die Kommissarinnen vom Kriminaldauerdienst Hannover. Das ist eine Kunststofftür, das knackt ein bisschen, aber also irgendwann gibt alles nach. Sie befragen Zeugen, suchen Spuren. Hier haben wir zum Beispiel einen kleinen Bereich, der sieht danach aus, als hätte hier jemand mit Handschuhen angefasst. Es ist kein Job für schwache Nerven. Man hat ja bereits draußen tatsächlich schon einen Verwesungsgeruch wahrnehmen können. Bislang habe ich nicht den Eindruck, dass er sich hier drin verstärkt hat, aber das wird sich sicherlich gleich ändern. Alena Mewald und Margarita Karlmeier müssen zu einem Einfamilienhaus am Stadtrand von Hannover. Die Kommissarinnen gehören zum Kriminaldauerdienst der schnellen Eingreiftruppe der Kripo. Wenn sie ausrücken, geht es meistens um Tod, Raub, Brand oder Überfall. Gemeldet wurde ein Einbruch. Dazu ist der Geschädigte vor Ort. Er hat das jetzt festgestellt, nachdem er 3 Wochen im Urlaub war. Ein Einbruch. Kaum eine andere Tat berührt das Sicherheitsempfinden der Menschen so sehr. Vor Ort ist schon die Streifenpolizei. Und die Kellertür ist halt überhaupt nicht einsehbar, weil man muss hier dran vorbei und die ist direkt unter dieser anderen Zugangstreppe. Also okay, auf der Rückseite quasi. Die Kriminalistinnen müssen sich jetzt selbst ein Bild machen. Schnelle und gründliche Spurensicherung ist bei Einbrüchen wichtig, denn Hausbewohner zerstören oft aus Versehen Spuren und meistens gibt es keine Zeugen. Wie kommt man zur Terrasse? Da hinten, da lang, würde ich sagen. Ne? Achso. Achso, oder hier wahrscheinlich, kannst du auch links, oder? Du bist hier lang gegangen? Die erste Frage für die Ermittlerinnen, wie sind die Täter reingekommen? Also man sieht ja, dass das tatsächlich nicht nur ein-, zweimal gehebelt wurde, sondern dass das hier so über die komplette Höhe verläuft, hat es schon so ein bisschen gedauert. Ne? Der hat schon ein paar Versuche gebraucht. Es war ja auch innenseitig auch ein Metallriegel noch angebracht. Und die Gewindeschrauben sind dann hier abgebrochen. Das ist eine Kunststofftür, das knackt ein bisschen, aber... Also so geräuschintensiv ist das Ganze nicht. Also irgendwann gibt alles nach, klar. Die Täter haben gezielt nach Schmuck und Bargeld gesucht. Fernseher und Laptop lassen sie meist zurück. Zu schwer und auffällig. Anton Walko passt auf das Haus seiner verstorbenen Großeltern auf. Regelmäßig schaut er nach dem Rechten. Also ich bin nicht so der Ordentlichste und dachte zuerst, ich habe das Haus so hinterlassen, aber habe dann hier rechts um die Ecke geguckt und wusste, das ist auf jeden Fall nicht von mir. Meine Freundin war so, sind die noch hier, ist noch jemand hier? Also ein bisschen Angst war bei ihr auf jeden Fall dabei. Die genaue Spurensuche ist oft das einzige Mittel, um an die Täter heranzukommen. Margarita Karlmeier und ihre Kollegin sind dafür speziell ausgebildet. Den Ermittlerinnen sind im Haus Papiere aufgefallen. Mit Rußpulver lassen sich darauf aber keine Fingerabdrücke nachweisen. Das geht nur mit Chemikalien im Labor. Wir haben 2 Briefumschläge gefunden. Einmal den hier unten im Gästezimmer und einen anderen Briefumschlag aus dem 2. Wohnzimmer. Die sind beide aufgerissen auch. Kann ich nichts zu sagen gerade. Also der eine hier ist offensichtlich auseinandergerissen. Da würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass das durch die Täter verursacht wurde. Der andere sieht auch ein bisschen rabiater aufgerissen aus. Den würde ich vorsichtshalber einfach mitnehmen, wenn Sie es nicht ausschließen können. Viele Täter sind laut Polizei Serieneinbrecher. Wenn die Täter hier gerade einen Einbruch begehen, dann haben die natürlich selber Stress und stehen unter Druck und natürlich muss alles schnell gehen. Dadurch, dass die hier aber wirklich nahezu im ganzen Objekt waren, zeigt das auch, dass die wiederum Zeit hatten. Also ich schätze, dass die sich sicher waren, dass sie ihre Ruhe haben. Oft werden Häuser und Bewohner vorher tagelang beobachtet, vermutlich auch hier. Also dadurch, dass der hier jetzt quer auf dem Boden liegt, könnte ich mir vorstellen, dass der oder die Täter auf die Mülltonne raufgestiegen sind, um einmal durchs Fenster zu schauen, um sich einen Überblick zu verschaffen, ob jemand zu Hause ist.
Dabei hat ein Täter einen Schuhabdruck hinterlassen. Also diese Schwarzfolie hat quasi eine Kopie dieses Schuhabdrucks gemacht, indem sie die Schmutzpartikel von der Mülltonnenoberfläche aufgenommen hat. Hat der Täter schon mal zugeschlagen, gibt es vielleicht einen Treffer im Computer. Nachdem in der Pandemie durch Lockdown und Homeoffice die Einbruchszahlen in der Region Hannover gesunken sind, steigen sie gerade wieder an. Für die Ermittlungen kann jedes Detail wichtig sein. Wir haben hier sehr viele Hebelmarken, teilweise überlagert, teilweise auch einzelne Hebelmarken. Manche haben hier so einzelne Riefen drin. Und ja, sollte man gegebenenfalls Täter mal fassen können und die haben Werkzeug dabei, dann werden die Spuren miteinander abgeglichen. Aktuell wird jeder vierte Einbruch in Hannover aufgeklärt. Die Quote ist höher als im Bundesdurchschnitt. Das liegt auch am Kriminaldauerdienst. Er ist zuständig für die gesamte Region Hannover. Hier leben 1,2 Millionen Menschen. Gut 9000 Einsätze kommen pro Jahr in der Zentrale an. Es fängt an beim Einbruchdiebstahl in entweder Bürogebäude, Wohngebäude oder auch Geschäfte. Und endet bei der Aufnahme von Tötungsdelikten. Und dann innerhalb eines Dienstes können das schon zwischen, ich sag mal, 3 bis 10 Todesfällen der Fall sein. Doch nicht jeder Tod ist ein Verbrechen. Das Abzuklären gehört auch zum Job der Kriminalistinnen und Kriminalisten. 75 Personen arbeiten beim Kriminaldauerdienst. Mehr als die Hälfte sind Frauen. Margarita Karlmeier wusste schon in der Schule, ich werde Polizistin. Ja, man sagt den Frauen ja nach, die können sich besser in jemanden reinfühlen oder so. Also wenn man jetzt meinen Chef fragt, der würde sagen, die Frauen hier im KDD sind härter als die Männer, deswegen gibt es hier mehr von uns. So salopp gesagt, aber nee, grundsätzlich würde ich sagen, dass das ja Persönlichkeit abhängig ist, ob man damit gut umgehen kann oder nicht, glaube weniger vom Geschlecht. Die Beamtinnen tragen im Job keine Uniform, sind in Zivil unterwegs. Zum Schichtwechsel rüsten sie den Dienstwagen mit Fotoausrüstung und Spurensicherungskoffer aus. In der Region Hannover sind die ersten Ermittlungen vor Ort stets Aufgabe des Kriminaldauerdienstes. Danach kommen die Fälle in die Fachkommissariate. Der nächste Einsatz. Ein Mann liegt tot im Keller seines Hauses. Der Notarzt konnte nicht erkennen, woran er gestorben ist. Die kennen den Patienten nicht, also das ist ganz häufig so bei den Notärzten, die kennen den Patienten nicht, die kennen die Krankheitsgeschichte nicht und deswegen wollen sie nicht sagen, dass es ein natürlicher Tod ist. Und wenn es kein natürlicher Tod ist, impliziert das ja sofort, dass es eine andere Meldeziffer ist. Und dann sind halt sofort wir im Boot und in der Regel wird es dann halt Ziffer 5, plötzlicher Tod eines gesunden Menschen. Immer wenn die Todesursache unklar ist, müssen die Tatortspezialistinnen und Spezialisten ermitteln. Es geht um die zentrale Frage, liegt ein Verbrechen vor? Beim Einsatz heute dabei Polizeipraktikant Chao Don. Hallo. 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 Mewald, mein Name, Kollegin Frau Karlmeier. Super, vielen Dank, dass Sie da sind. Meine Kollegin schaut sich Ihren Vater einmal an und ja. Ich erkläre Ihnen dann, warum wir da sind, was wir machen und so weiter und so fort. Alles okay. Ja? Angehörige sind oft erstaunt, dass die Kripo auftaucht. Doch bei unklaren Todesfällen ist das in der Region Hannover Vorschrift. Das Fenster war auf oder wurde aufgemacht? Das Fenster ist aufgemacht. Okay. Dann ist es nicht wichtig. Weil für uns wichtig ist, wie hier die Schließvorrichtungen waren. Also zum Beispiel wäre er jetzt alleine zu Hause gewesen, dann wäre für uns relevant, ob die Haustür verschlossen war. Von innen zum Beispiel, damit halt von außen niemand reinkommt. Wenn er einfach nur zugezogen ist, dann könnte ja auch jemand hier drin gewesen sein. Und genauso ist das relevant hier bei dem Fenster, weil so jemand von außen hier reinkommen könnte. Und wir wollen ja ausschließen, ob ein Fremdverschulden vorliegt. Kommissarin Alena Mewald untersucht mit dem Polizeipraktikanten den Fundort. Margarita Karlmeier spricht währenddessen mit den Angehörigen. Geschlafen. 5, 6.
Okay, erzählen Sie mir vielleicht so ein bisschen von letzter Woche. Gab es da irgendwas Besonderes? Hat er sich vielleicht nicht Nein. so wohl gefühlt? Dienstag, oder? Er war Montag zum Buhlen. Also die, da vor einer... Da warst du furchtbar warm und da hat er erst so geschwitzt. Er klagte über Schmerzen in der Brust. So, also wollte, ja, also wollte zum Hausarzt, aber der hatte Urlaub und dann war das für ihn auch so okay. Ja, na klar. Er hat sich so ins Bett gelegt. Ach so, weil er nicht so gerne zum Arzt gegangen nee. Ist? Ja, okay. Der Spagat zwischen Routine und dem Mitgefühl den Angehörigen gegenüber ist eine der großen Herausforderungen im Beruf der Kriminalistinnen. Und habe mich in der Küche gesetzt, habe Zeitung gelesen, habe ich gedacht, mein Gott, der kommt gar nicht wieder und bin in den Keller gegangen. Ja, dann habe ich das Elend gesehen. Ich habe immer gedacht, dass ich die Erste bin, weil ich am Herzen operiert bin, aber da habe ich nicht mitgerechnet. Und ist zum Bezahlen hingefahren. Wollte noch mal zum Bezahlen fahren. Ja. Ob er dann hingewiesen ist. Punkt. Neuer Absatz, kriminalpolizeiliche Leichenschau, neuer Absatz. Erstens, Lage des Leichnams, Doppelpunkt, neue Zeile. Zu jeder Untersuchung müssen die Kriminalistinnen einen ausführlichen Bericht schreiben. Schon am Tatort sprechen sie alle Beobachtungen ins Diktiergerät. Die Ermittler müssen sich die Leiche genau anschauen, sie auch ausziehen und nach Spuren suchen, die auf ein Verbrechen schließen könnten. Das ist alles neu für mich. Das ist auch die erste Leiche, die ich jetzt in meinem Praktikum hatte. Und es ist auf jeden Fall schon ein komisches Gefühl. Es ist komisch, weil man sich überlegt, dass das mal vor ein paar Stunden eine lebendige Person war und jetzt ist sie ja leider verstorben. Ich hatte auch hier im KDD meinen ersten Leichnam und ich weiß noch ganz genau, wie ich in die Wohnung gekommen bin. Erstmal ins Wohnzimmer und mich kurz an der Stuhllehne festgehalten habe, weil ich das Gefühl hatte, meine Beine zittern. Ja. Ja. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, wie es dir jetzt gerade geht. Die Aussagen der Angehörigen zusammen mit der Situation, wie der Mann aufgefunden wurde, liefern keine Hinweise auf ein Verbrechen. Der 84-Jährige hatte kurz vor seinem Tod gesundheitliche Probleme. Also wahrscheinlich wird es einfach eine innere Ursache gehabt haben, die wir jetzt natürlich so auch nicht feststellen, aber jetzt keine Hinweise auf Fremdverschulden. Für die Angehörigen bedeutet das, der Mann kann beerdigt werden. Die Kripo gibt den Leichnam frei. Die Kommissare und Kommissarinnen des Kriminaldauerdienstes haben bis zu 8 Einsätze täglich. Soeben hat die Zentrale einen Trickbetrug gemeldet. Eine Frau wurde in ihrer Wohnung ausgeraubt. Also wir haben jetzt gerade schon besprochen, dass ich die Vernehmung mache der älteren Dame. Die Herrschaften sind oft ein bisschen aufgeregt und machen sich Vorwürfe, dass sie es nicht durchblickt haben, sage ich mal, die Situation, dass sie dort ausgetrickst wurden. Ja, da rede ich dann so ein bisschen ruhig auf die Dame ein und sage ihr, dass das nicht so schlimm ist, dass das jedem passieren kann. In Niedersachsen verursachten Trickbetrüger im vergangenen Jahr einen Schaden von 4 Millionen Euro. Die Polizei registriert immer mehr Fälle. Bei der älteren Dame gab sich ein Täter als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Wir sind von der Kriminalpolizei. Ich befrage Sie da gleich noch mal zu. Aber das machen wir ganz in Ruhe. Der Vorfall ist der Dame unangenehm. Sie will nicht erkannt werden. Für mich ist das besonders schlimm, weil das ja Erinnerungsstücke an meinen Mann sind. Ich kann es nicht begreifen. Ich war immer für alle möglichen Leute da, die ich betreut habe. Und dann passiert mir sowas. Ketten, Ringe mit Diamanten und Bargeld wurden gestohlen. Also meistens ist bei Trickdiebstählen sind die oft zu zweit. Also einer lenkt ab und ein zweiter gelangt dann in der Zeit in die Wohnung. Was die Geschädigten oftmals gar nichts mitkriegen, weil die Tür zugemacht wird, dann vom Badezimmer, wo man sich oder Küche, wo man sich dann aufhält. Und das ist so eine typische Vorgehensweise bei Trickdiebstählen. Die Ermittlerinnen teilen sich bei jedem Einsatz die Aufgaben. Für den objektiven Tatbefund suchen sie Spuren, dokumentieren den Tatort. Für den subjektiven Teil befragen sie das Opfer, um die Ereignisse rekonstruieren zu können. Also wahrscheinlich wurden hier die Fächer geöffnet, ja? Wo war das Portemonnaie oder diese Geldkassette? Hier in dem, nicht, genau, da in dem Schrank. Okay, alles klar, dann schauen wir da gleich mal. Genau, meine Kollegin braucht noch einen Moment. Die schaut jetzt erstmal bei den Schmuckschatullen.
Meine Oma ist im gleichen Alter und natürlich denkt man auch darüber nach. Aber deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man seine Großeltern oder auch Nachbarn eben darüber aufklärt. Also je häufiger denen das ins Gedächtnis gerufen wird, desto eher denken die vielleicht auch darüber nach, wenn sie in so einer Situation sind. Besonders dreist, allein im vergangenen Jahr gab es in der Region Hannover 6.000 Betrugsfälle durch falsche Polizisten. Ja, am besten nicht so viel Bargeld zu Hause aufbewahren. Ja. Ich weiß, die älteren Menschen, die machen das immer ganz gerne. Ja, so ein bisschen ist ja auch okay, aber manche haben ja wirklich relativ viel. Genau, nein, mehr als 500 Euro hebe ich auch nie ab. Ja, ist vielleicht auch schon ein bisschen viel, ne? Die Polizei rät, steht eine fremde Person vor der Tür, sollte man diese nicht in die Wohnung lassen, wenn man alleine ist. Zumindest sollte man sich immer den Dienstausweis zeigen lassen. Spuren hinterlassen Trickbetrüger eher selten. Also hier haben wir so einen Parkett- oder Laminatboden und der hat halt in sich so eine leichte Strukturierung. Hier ist zwar auch ein bisschen Staub abgelagert, aber Schuhprofile kann ich hier so jetzt tatsächlich gerade nicht gut erkennen. Nach Schuhprofil eindrücken oder abdrücken kann man sowieso immer schauen, aber gerade hier in der Wohnung, wo viele Teppiche liegen, ist es natürlich leicht, sich von Teppich zu Teppich bewegen, ohne hier seine Schuhprofile zu hinterlassen. Ein Täter hatte das Opfer ins Bad gelockt, um dort angeblich die Wasserleitung zu prüfen. Den Wasserhahn, den haben Sie auch selber aufgedreht oder den hat er aufgedreht? Die Wasserhähne hat er aufgedreht. Können Sie sich noch daran erinnern, ob er Handschuhe anhatte? Er hatte keine Handschuhe an. Definitiv keine Handschuhe. Ich habe keine Handschuhe gesehen. Mit Rußpulver kann Alena Mewald Fingerabdrücke sichtbar machen. Doch Zeugen können sich irren. Hier haben wir zum Beispiel einen kleinen Bereich. Der sieht eher danach aus, als hätte hier jemand mit Handschuhen angefasst. Das ist auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt hier an der Seite, aber das sieht eher nach einem, ja, vielleicht Stoff- oder Gewebemuster aus. Die Abdrücke des Handschuhs sichert sie mit einer Folie. Ganz dezent. Polizeisachbearbeiter können sie später im Computer vergleichen. Eventuell lassen sie sich einem bekannten Täter zuordnen. Die ältere Dame war sich sicher, niemals auf Trickbetrüger hereinzufallen. Das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Nein, hätte ich nicht. Ich lasse jetzt niemanden mehr rein. Und wenn ich hier unter Wasser stehe? Wir wären dann soweit durch. Wir haben ein paar Spuren gefunden. Vielleicht haben wir Glück. Ja. Und die sind auswertbar. Ja, dann wünschen wir Ihnen den Wert ihres Schmucks erhält das Opfer nicht ersetzt. Die meisten Versicherungen zahlen bei Trickdiebstahl nicht. Auch die Spurenauswertung Tage später ergibt, die Täter sind unbekannt, die Muster der Handschuhe nicht im Polizeiarchiv. Nachtdienst beim Kriminaldauerdienst. Jede Schicht beginnt mit einem Briefing der Wachabteilung. Hannover liegt laut Bundeskriminalamt aktuell auf Platz 3 der kriminellsten Städte in Deutschland. Und auch heute bleibt es für Margarita Karlmeier und Alena Mewald nicht lange ruhig. Wir haben jetzt einen Einsatz bekommen in ein Geschäft. Dort wurde eingebrochen. Der Täter ist gestellt. Der Einsatz- und Streifendienst wartet vor Ort auf uns. Ich würde den Einbruch aufnehmen. Gut, dann mache ich Spuren. Auch wenn der mutmaßliche Täter schon geschnappt wurde, muss die Kripo nachweisen, ob er die Tat auch begangen hat. Hi. Der Tatort liegt mitten in Hannover. Ein Erotik-Shop an einer vielbefahrenen Straße. Und der 021 hat wohl relativ viel klein. Es soll ja Zeugen geben, die gesehen haben, wie jemand mit dem Hammer auf das Fenster eingehauen hat? Genau, oder? Das war irgendein Kunde aus dem Kiosk, der namentlich nicht bekannt ist. Der ist sofort weiter, nachdem er das dem Kioskbesitzer gesagt hat. Okay. Also da haben wir gar nichts. Alles klar. Gut, dann hat er sich das auch nicht weiter angeschaut. Ne? Kann nicht bestätigen, nee, ob der Täter auch drin der war. Der Kioskbesitzer weiß gar nichts. Okay. Also der selbst hat gar keine Angaben machen können. Ja, ich verschaffe mir jetzt erstmal einen Überblick und schaue dann, ob ich hier vielleicht irgendwo Fasern oder Blut finde. Oberbekleidung, Schuhe, Hose auch, ja. Genau. Hat er Handschuhe? Das weiß ich nicht. Die Aufgabe der Tatortspezialistinnen ist auch hier, den Ist-Zustand festhalten, bevor Spuren oder Beweise vernichtet werden.
Wenn wir jetzt beim Täter Rückstände vom Splitter finden in seiner Kleidung, dann könnte man feststellen, handelt es sich um das gleiche Glas. Und dann reicht letztendlich ein kleines Stückchen und man braucht nicht das Ganze mitnehmen, sondern es reicht ein kleines Fragment. Weit kam der mutmaßliche Täter nach dem Einbruch nicht. 11.86. Zeugen haben uns halt gesagt, dass der Täter flüchtig sei, haben uns die Fluchtrichtung genannt und dann ist ein weiterer Funkstreifenwagen in die Richtung und hat den vermeintlichen Tatverdächtigen antreffen können und ihn vorläufig festnehmen können. Bislang schweigt der Mann. Da auch die Zeugen weg sind, sind die Spuren umso wichtiger. Die Gegend rund um den Tatort ist beliebt bei Drogensüchtigen und gehört zum Rotlichtviertel von Hannover. Auslagen, diese sind allesamt mit Sextoys ausgestattet, Punkt neue Zeile. Einen Lichtschalter finden sie nicht, deshalb ermitteln sie im Schein der Taschenlampe. Neue Zeile im Bereich der Schließvorrichtung können hier keine ereignisrelevanten Beschädigungen erkannt werden, Punkt neue Zeile. Ich habe noch nie einen Einbruch in einem Sexshop aufgenommen. Ich auch nicht. Ist tatsächlich das erste Mal, aber so der Warenbestand scheint noch vollzählig zu sein. Und Sicherungskasten ist außerdem... Noch ist völlig unklar, was der Täter gesucht hat. Auf jeden Fall ist die Kassenlade aktuell geschlossen, aber unterhalb der Kasse befindet sich ein offenes Regal, wo eine Geldkassette abgelegt ist und daneben liegt ein geleertes Münzfach und der Täter soll auch Münzgeld bei sich gehabt haben. Von daher passt das von der Spurenlage gut zu dem, was bei dem Täter festgestellt wurde. Möglicherweise brauchte der Einbrecher schnell Geld, vermutlich für Drogen. Wir sehen nur, dass jemand angefasst hat. Und das wird dann später, wenn es eingeschickt ist, beim Landeskriminalamt, die können dann die Fingerabdrücke abgleichen, zu welcher Person sie gehören. Also denn in dem Fall haben wir ja den Täter und dann würde man abgleichen, ob das seine sind. Das mögliche Tatwerkzeug und einen Schal hat der Täter auch hinterlassen. Okay. Der Türscheibe einschlagen, das ist jetzt nicht außergewöhnlich, das gibt es schon häufig. Aber ich würde sagen, grundsätzlich hier in diesem Bereich und auch möglicherweise das Entwenden von Münzgeld, Bargeld könnte schon für den Typ Junkie sprechen. Alles klar, dann euch vielen Dank. Gleichfalls. Habt noch einen ruhigen Dienst. Bis bald. Ja, bis zum nächsten Einsatz. Die Ermittlerinnen müssen direkt weiter. Eine Leiche. Also letztendlich wissen wir jetzt nicht, was das jetzt für eine Wohnung oder ein Wohnhaus, was das jetzt ist, wie wir die Person davor finden, in welchem Zustand die Wohnung ist oder ob es das Tötungsdelikt ist. Letztendlich kann uns da jetzt alles erwarten. Nachbarn haben die Polizei alarmiert. Seit Tagen sind die Jalousien eines Hauses zugezogen. Tag und Nacht brennt Licht. Bevor sie in die Wohnung gehen, trifft Alena Mewald dieses Mal besondere Vorkehrungen. Weil wir die Information erhalten haben, dass die Person, die verstorben ist, schon etwas länger tot ist und da bereits Insekten in der Wohnung sind, auch Maden, dass es nicht so schön da drin aussehen soll. Der Anzug schützt die Kommissarin vor Dreck, Körperflüssigkeiten und möglichen Krankheiten. Nachdem auf Klingeln niemand reagiert hatte, verschaffte sich die Streifenpolizei Zugang und fand die tote Person. Wie seid ihr jetzt hier rein? Die Feuerwehr ist gekommen und hat mit einer Leiter oben das Fenster geöffnet. Ja. Dann ist mein Kollege rein und hat dann hier die Tür aufgeschlossen. Okay, alles klar. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ich habe hier nämlich andere Beschädigungen erwartet. Genau, nee, die war komplett verschlossen. In der Wohnung stapeln sich Müll, Kleidung und Essensreste.
Nachbarn hatten den Mann zuletzt vor ein paar Wochen gesehen. Man hat ja bereits draußen tatsächlich schon einen Verwesungsgeruch wahrnehmen können. Bislang habe ich nicht den Eindruck, dass er sich hier drin verstärkt hat. Aber das wird sich sicherlich gleich ändern. In den letzten Wochen war es täglich über 30 Grad warm. Ich nehme den wahr und ich finde ihn furchtbar. Deswegen versuche ich tatsächlich häufig auch durch den Mund zu atmen. Das ist zwar auch irgendwie ein bisschen eklig, aber manchmal, wenn man dann durch die Nase atmet, dann kommt doch nochmal sehr plötzlich so ein starker Geruchsschwall und bei dem zweiten Schlafzimmer handelt es sich um das hier ereignisrelevante Zimmer, Punkt und neue Zeile. Bereits am Zimmereingang krabbeln diverse Maden auf dem Boden, Punkt und neue Zeile. Mittig im Raum liegt. Mittig im Raum liegt die Leiche. Letztendlich ist es für mich der gleiche Blick, als wenn ich das live sehe, also unabhängig davon, ob ich da durch die Linse gucke. Also das macht eigentlich keinen Unterschied. Da man ja trotz alledem nah dran ist, ja. Auch nach 13 Jahren Dienst kommt Margarita Karlmeier bei solchen Einsätzen an ihre Grenzen. Ich finde so dieser Geruch, das ist jedes Mal, dass man denkt, okay, das muss ich eigentlich nicht haben. Also nee, ich kann nicht sagen, dass ich mich dran gewöhne. Also es war schon immer, dass es mir nichts ausgemacht hat, dass mir nicht schlecht wurde oder so. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich nehme das nicht mehr wahr oder ich nehme das nicht mehr so intensiv wahr. Also je nachdem, wie intensiv es riecht, ja, so nehme ich es halt auch wahr, ne? Also, nee. Also ich habe mich nicht dran gewöhnt. Normalerweise müssten die Polizistinnen auch den Leichnam genau untersuchen. Doch das ist bei diesem nicht mehr möglich. Das heißt, dass der Verwesungszustand schon so stark vorangeschritten ist, dass man objektiv äußerlich auch gar nicht mehr so viel sehen kann. Genau. Möglicherweise kann die Person auch nicht mehr einwandfrei identifiziert werden, sodass wir aus kriminalpolizeilicher Sicht den Leichnam sowieso sicherstellen müssen. Der Leichnam kommt in die Rechtsmedizin. Eine Obduktion muss nun klären, ob ein Verbrechen vorliegt. Ja, einfach liegen lassen. Nach nur 3 Jahren beim Kriminaldauerdienst ist für Alena Mewald der Tod fast schon alltäglich geworden. In gewissermaßen gewöhnt man sich tatsächlich daran, Leichen zu sehen, immer wieder damit konfrontiert zu werden. Aber natürlich ist das jedes Mal wieder was anderes. Also Leichen an sich ja, die Art und Weise, ich glaube, bis man sich daran wirklich gewöhnt hat, das dauert noch ein bisschen. Spuren, die auf ein Verbrechen hindeuten, finden die Ermittlerinnen in der Wohnung nicht. Dadurch, dass wir jetzt vor Ort nicht abschließend feststellen können, ob Fremdverschulden vielleicht vorliegt, weil einfach die Leichenerscheinungen bereits so weit vorangeschritten sind, wird jetzt versiegelt. Dass jetzt, falls sich durch die Obduktion doch noch was ergeben könnte, wäre das jetzt erstmal sozusagen eingefroren und man könnte dann weiter ermitteln und genau. Die Obduktion wird später zeigen, der Mann starb eines natürlichen Todes. Raub, Überfall und ungeklärte Todesfälle. Die Kommissarinnen sind jeden Tag aufs Neue dem Verbrechen auf der Spur. Warum kann es Weltmeisterschaften nicht jedes Jahr geben? Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. David hat Beweise gesammelt, um die World League zu verhindern. Die lassen sich kaufen. Wie viel wird es mich diesmal kosten? Es geht ja nur ums Geld.